Guten Abend, liebes Publikum, hier mal wieder im Touch-Studio auf der Leipziger Buchmesse. Eigentlich müsste ich sagen, guten Abend, wir neigen uns dem Abend entgegen. Ich komme gerade gestern aus dem Süden. Das Wetter ist wirklich erbarmungswürdig, aber das ist hier nicht das Thema. Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin im gewöhnlichen Leben Taz-Redakteur seit ungefähr gefühlt 311 Millionen Jahren. Und den Job mache ich immer noch gerne. Und dann erreichte mich vor einigen Monaten, glaube ich, ein Brief vom Hansa Blau. Eigentlich kenne ich Verlagsleute ganz umfänglich. Und da hieß es: Lieber Herr Feddersen, mit herzlichen Grüßen von Alem Grabovac, darf ich Ihnen und so weiter zukommen lassen. Und zwar dieses Buch, und das stellen wir Ihnen jetzt vor. Und der Autor ist hier. Herzlich willkommen, Alem Grabovac. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Aber Jan, ich heiße Alem Grabovac. Grabovac. TZ ausgesprochen. Und super, dass ich da sein darf. Also keine Garantie, aber ich mühe mich, das in diesem Leben noch auszusprechen, gut hinzukriegen. Ich will noch sagen, diese Kärtchen, ich glaube, der Vorname Simon. Simon ist, glaube ich, auch da. Ich mag Simon sehr, aber ich kenne von diesen Simons aus der Verlagsbranche ungefähr auch 321 Millionen Leute. Aber der Fakt ist, das Zauberding hier an dieser Karte ist, dass Alem und ich uns seit inzwischen, glaube ich, gut 14 Jahren kennen und zwar ausgesprochen gerne kennen. Alem gehört mit in meiner Taz-Geschichte zu den Faktoren, über die ich mich wahnsinnig von morgens bis abends freue. Nicht nur, dass wir gemeinsam sowas betreiben wie, was man so landläufig Kette rauchen anbetrifft, dem gehen wir sehr gerne nach. Ich mag auch so, wie er schreibt. Ich mag auch die Art und Weise, wie er kommuniziert. Und 2010 haben wir eine, ich weiß gar nicht, was der genaue Titel war, eine Migrationsausgabe gemacht. Und dann du warst Praktikant. Made in Germany hieß es. Made in Germany. Und wir haben sehr viele Migrationszuständige in der Taz. Und einige sind auch sehr weiß, sehr ungastarbeiterig und sonst wie. Die hat Alem, das muss man zu seinem Heldentum unbedingt aussprechen, die hat er alle rausgeschmissen, und zwar mit Hilfe der Chefredaktion, und so ein bisschen durfte ich mit dabei sein. Alem Grabovac, war ein Versuch, habe ich noch, war absehbar, würde irgendwann ein Schriftsteller werden, er ist jetzt einer, und er hat dieses Buch gemacht, Die Gemeinheit der Diebe. Was heißt das? Ich weiß, dass man in Verlagskonferenzen wahnsinnig umständlich zusammensitzt und das dauert 11 Tage, ehe man da sich so an ein Wort angenähert hat. Warum heißt dein neuer Roman Die Gemeinheit der Diebe? Das Tolle war, ich hab den vorgeschlagen, den Titel, und das hat keine 3 Sekunden gedauert und alle waren begeistert. Ein Lob auf Hansa Blau. Ja, würde ich auch sagen. Oder ein Lob auf den Titel. Kann auch sein. Oder auf dich. Wahrscheinlich, ja. Gemeinheit der Diebe. Der Roman, die Protagonistin des Romans ist Smilja, meine Mutter. Und Smilja hat ihr Leben lang gearbeitet, geschuftet in Fabriken, konnte sich kaum um ihr eigenes Leben kümmern. Und die Gemeinheit der Diebe, könnte man sagen, jetzt darf jeder Leser und jede Leserin darf das anders interpretieren. Aber wer sind die Diebe? Sind es die Männer, die in ihrem Leben waren, die ihr vielleicht ihr Leben auch gestohlen haben? Sind es die sozialen Strukturen, die damals in der BRD vorherrschten, die ihr das Leben gestohlen haben? Ist sie vielleicht selbst die Diebin? Also sind es vielleicht nicht die Diebe, sondern die Diebinnen? Oder bin vielleicht auch ich ein Dieb als ihr Sohn? Also es gibt große und kleine Diebe und ganz gemeine Diebe und weniger gemeine Diebe in diesem Roman, und deswegen die Gemeinheit der Diebe. Alem liest auch vor, und ich möchte aber den ersten Satz von ihm vorlesen. Und da weiß man ja schon durch den Klappentext, durch Empfehlungen, die man bekommen hat, es geht um deine Mutter. Also wie non-fiktiv auch immer. Aber dieser erste Satz ist für mich eigentlich quasi eine so direkte Einleitung in das, was man Lesezwang fast nennen könnte. Was bleibt von einem Leben, das nie gelebt wurde? Absatz.
Diese Frage hatte mir Mutter mit ihrem großen, schönen, braunen Augen vor ein paar Wochen gestellt. Und dann sitzt ihr in Frankfurt, du besuchst sie auf einem Balkon und ihr resümiert, du hörst ihr zu. Ihr habt eine sehr schwierige oder man sagen unterbrochene Mutter-Sohn-Geschichte hinter euch. Vielleicht kannst du dazu auch gleich noch was sagen. Aber dann sagst du am Ende, das ist ein ganz kurzes Kapitel des Entrees, du sagst, wir kriegen dich da wieder raus, Mama, auch wenn es vielleicht Zeit braucht, aber ich verspreche dir, dass wir dich da wieder rausbekommen und es dir bald schon wieder besser gehen wird. Absatz, sie lächelte sanft und sagte nichts und daraufhin sagst du viel auf vielen Seiten. Wie geht's weiter? Was erzählst du? Also es ist eine Autofiktion und autobiografisch grundiert, mit literarischen Handlungsebenen eingebaut. Ich würde sagen, 87,37% sind Autobiografie und der Rest Literatur. Und dann erzähle ich eigentlich das Leben meiner Mutter, die aus großer Armut in den kroatischen Gebirgen kam, ohne fließend Wasser, ohne Strom, die dort oben aufgewachsen ist, die mit 16 Jahren nach Zagreb gegangen ist, um erstmal in einem Restaurant zu arbeiten als Tellerwäscherin und die dann 1970, damals gab es das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Jugoslawien, es ging relativ schnell dann, man musste nur noch einen Zettel unterschreiben und dann konnte man los. Und sie wollte? Sie wollte unbedingt, sie wollte der Armut entkommen und sie wollte sich einen Wohlstand erarbeiten und dafür hat sie alles getan. Da kam übrigens auch eine Delegation von der Schokoladenfabrik runter mit deutschem Arzt, der all diese Frauen untersucht hat und sie dann für arbeitstauglich empfunden, also meine Mutter jedenfalls für arbeitstauglich. Dann fuhr sie und dann hat sie in der Schokoladenfabrik gearbeitet, erst in einem Arbeiterinnenwohnheim gelebt mit 5 anderen Frauen aus der Türkei, aus Griechenland, Italien. Ausgangssperre 22 Uhr, ja, für junge Frauen toll. Und ist dann aber ausgezogen, hat meinen Vater Emir kennengelernt. Sie dachte erst, er wäre Automechaniker. Es hat sich herausgestellt, dass er vom Beruf Taschendieb ist. Jetzt wieder eine Anspielung vielleicht auch auf die Gemeinheit der Diebe. Dementsprechend war er relativ häufig weg und, ja, und hat dann irgendwann auch Gangstern sehr viel Geld geschuldet und ist abgehauen, als ich 2 Jahre alt war. Und so bin ich dann zu einer deutschen Pflegefamilie gekommen. Weil deine Mutter nicht mehr für dich sorgen konnte. Sie musste arbeiten gehen. Damals gab es 6 Wochen Mutterschutz. Super, oder? Die BRD war wirklich nice zu den Frauen, ja. Also in der BRD war es ja so, die Frauen sollten zu Hause bleiben und die Männer sollten arbeiten gehen. Es gab sogar damals noch ein Gesetz. Darin hieß es, die Frauen dürfen nur arbeiten mit der Zustimmung des Ehemanns, ja. Anfang der 70er Jahre. Da endete das Gesetz gerade. Ich glaube, 73 endet ja. Es. Und es gab kaum Kitas. Viele haben ihre Kinder heim zu den Omas und Opas geschickt. Das wollte Smilja nicht, weil sie wollte mich nicht in die Armut schicken, aus der sie entflohen ist. Und so kam ich zu einer deutschen Pflegefamilie, als ich 6 Wochen alt war und bin bei denen aufgewachsen. Wurde zu ihrem 8. Kind, das ist der erste Roman, deswegen das 8. Kind, die hatten schon 7 eigene Kinder und ich wuchs bei denen auf und gleichzeitig bei Smilja. Smilja ist dann nach Frankfurt gegangen und hat dann bei VDO gearbeitet, aber da werde ich auch gleich dazu eine Stelle noch lesen und hat also praktisch ihr ganzes Leben lang gearbeitet, in der Fabrik geschuftet und hat es auch für mich getan, damit ich es mal besser habe, damit ich die Sprache gut lerne, diese deutsche Familie war sehr lieb, aber auch ambivalent. Also Robert, mein deutscher Pflegevater, war ein Nazi und zwar ein richtiger Nazi, der in der Wehrmacht im Russlandfeldzug war, der Hitler bis zuletzt als guten Führer empfunden hat, der den Holocaust geleugnet hat. Und ich meine, das mit dem Sohn, also Alem Grabovac, ich habe mich als sein Sohn empfunden. Er war auch sehr liebevoll. Und erst habe ich ihn verehrt und er hat in der Panzerdivision gekämpft. Ich habe lauter Panzer gemalt. Und auch in die Poesiealben damals von den Mädchen habe ich überall Panzer reingemalt. Ja. Und eines Tages habe ich einen Panzer für meinen Opa gemalt in den Bergen. Und Opa war Partisan. Ja, das passte nicht so gut zusammen. Opa hat das Bild gesehen und hat geflucht, so wie man nur auf Kroatisch fluchen kann. Ich werde es nicht übersetzen. Hat das Bild zerrissen,
draufgespuckt und hat gesagt, ich habe gegen diese scheiß Nazis gekämpft und jetzt malt mein Enkel ihre scheiß Panzer. Und das hat mir natürlich wehgetan. Aber in dem Sinne immer dieses Hin und Her, Deutschland, Jugoslawien, die verschiedenen Milieus, meine deutsche Familie, Robert war Motorradjournalist, bürgerlich, alles war geordnet. Dann in dieses andere Leben nach Frankfurt zu Smilja und Dusan, das war ihr nächster Lebenspartner, der auch leider Alkoholiker war und der auf dem Bau gearbeitet hat und freitags angefangen hat dann zu saufen, oft Smilja verprügelt hat, manchmal auch mich. Und dieses Hin und Her, diese Ambivalenz zwischen diesen Milieus, zwischen diesen Nationen, zwischen den Kulturen, und die habe ich versucht in diesen beiden Büchern auch wiederzugeben, aber eben auch noch diese nicht auserzählte Migrationsgeschichte, die noch gar, ich finde, sie ist noch gar nicht angekommen. Diese ganzen Frauen, übrigens 73 beim Anwerbestopp in Deutschland, waren ein Drittel aller Gastarbeiter, waren Gastarbeiterinnen. Man hat immer so das Bild im Kopf von dem Mann in der Stahlgrube oder in der Autoindustrie. Ein Drittel waren Frauen, die hier gearbeitet haben. Die waren erstens billiger, die haben weniger Lohn bekommen, zweitens fleißiger und drittens wurden sie seltener krank. Deswegen waren die Fabriken sehr scharf auf diese Frauen. Und nach deinem ersten Roman, was hat dich getrieben oder hat dich was getrieben oder war das so fast pflichtschuldigst, über deine Mutter ein solches Buch zu schreiben? Nee, ich wollte erst einen ganz anderen Roman schreiben und dann hatte ich 20 Seiten und habe gemerkt, das wird nichts. War das fiktiv? Nee, das war auch autofiktiv. Okay. Aber ich dachte, nee, lass mal. Und dann wurde Smilja immer stärker. Also im ersten Roman schreibe ich schon über sie, aber sie wurde immer größer und immer stärker. Und ich dachte, da ist noch so viel nicht erzählt, so viel nicht auserzählt. Und habe angefangen zu schreiben und dann hatte ich diesen ersten Satz, was bleibt von einem Leben, das nie gelebt wurde? Und ich dachte, oh, mit dem kann ich gehen. Und mit dem bin ich dann 220 Seiten gegangen mit diesem Satz. Magst du uns ein Stück vorlesen? Gerne. Smilja ist jetzt in Frankfurt, arbeitet bei VDO. Meine Mutter arbeitete jetzt bei VDO in Frankfurt. An der Werkbank montierte sie in Akkordarbeit Autotachometer. Es war eine Knochenarbeit. Die immer gleichen Handgriffe über Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre hinweg gruben sich tief in ihren Körper ein. Ihr Rücken bereitete ihr große Probleme. Nachts bekam sie häufig Fieber und manchmal schmerzte ihr rechtes Handgelenk so sehr, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Sie biss die Zähne zusammen, schluckte Medikamente gegen die Sehnenscheidenentzündung, ließ sich nie krank schreiben, fehlte nicht einen einzigen Tag in der Fabrik. Als ich 11 oder 12 Jahre alt war, holte ich sie hin und wieder, wenn ich bei ihr zu Besuch in Frankfurt war, am Werkstor in der Gräfestraße in Bockenheim ab. Hunderte von Frauen, alle Ausländerinnen, strömten mir entgegen. Wie Mutter hatten sie den ganzen Tag an den Förderbändern geschuftet. Einmal kam ein betagtes Ehepaar vorbei. Es war ein kalter, nebelfangener Tag im November. Der Mann trug einen schlichten grauen Herrenmantel mit nach oben geschlagenen Kragen. Angewidert drehte er sich zu seiner Frau. Das ist nicht mehr mein Frankfurt. Diese Ausländer machen unsere Kultur kaputt. Seine abgrundtiefe Verachtung traf mich damals mehr, als mir lieb gewesen wäre. Meine Mutter wohnte in einer kleinen Erdgeschosswohnung im Hinterhof der Hanauer Landstraße. Das Viertel war heruntergekommen, der Putz bröckelte von den Wänden der Häuser, die Straßen waren verdreckt und rochen nach Pisse, Alkohol und Armut. Das nahm sie in Kauf, denn dafür war die Miete billig. Sie unterstützte immer noch ihre Eltern in der Heimat, zahlte für mich eine monatliche Pauschale von 170 Mark pro Monat an die Behrens, das ist meine deutsche Pflegefamilie, legte den Rest als Notgroschen zurück. Anfangs hoffte sie noch darauf, dass Emir zurückkehren würde, mein leiblicher Vater. Nach 2 Jahren des vergeblichen Wartens verliebte sie sich 1978 in Dusan. Sie hatte ihn auf der Geburtstagsfeier einer Arbeitskollegin kennengelernt. Kurze Zeit darauf zog er bei ihr ein. Dusan war Serbe, arbeitete als Schweißer auf Montage, war groß gewachsen, trug ein Vollbart, hatte schwarze Haare, dunkle Augen und kräftige Hände. Anders als Emir schien er fleißig und treu zu sein. Meine Mutter dachte, den perfekten Mann gefunden zu haben. Ich,
konnte ihn von Anfang an nicht leiden und nannte ihn als Kind, weil er von seinem Äußeren den mexikanischen Gangstern in den Westernfilmen glich, die wir uns am Wochenende in Frankfurt immer anschauten, einfach nur Chico. Er hatte ebenso wie meine Mutter einen Sohn aus erster Ehe. Svetozar wuchs bei seiner Oma und seinem Onkel in Kaczarewo auf, einem kleinen Dorf in der Nähe von Belgrad. Ich lebte mittlerweile mit den Behrens in Warmbronn, nachdem wir von Gerchsheim in den Stuttgarter Ballungsraum gezogen waren. Smilja und Dusan hatten beschlossen, uns später, wenn es die Umstände zuließen, zu sich nach Frankfurt zu holen. Dieses Arrangement war bei den Gastarbeiterfamilien nichts Ungewöhnliches. Deutschland begriff sich nicht als Einwanderungsland. Die Aufenthaltsgenehmigung wurde nur unter bestimmten Auflagen gewährt. Ein Identifikationsangebot mit diesem Land existierte nicht. Die sozialen Strukturen waren undurchlässig, Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder gab es nahezu keine, Weiterbildungsmaßnahmen und Sprachkurse waren nicht vorgesehen. Integration oder gar die Chance zum Gesellschaftenausstieg nicht erwünscht. Sie waren die Reservearmee, die Gastarbeiter im Niedriglohnsektor, die, wenn sie nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt gebraucht wurden, wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren sollten. Das hatten sie verinnerlicht. Sie wussten, dass man sie jederzeit rausschmeißen konnte. Und so entstand bei vielen der Traum vom eigenen Haus in der alten Heimat, das der Familie die Sicherheit bieten sollte, nie mehr im Leben herumgeschubst und schikaniert zu werden. Das Haus, das auch Mutter und Dusan ständig durch den Kopf spukte, sollte Festung, Rückzugsort, Obhut, Familienglück und Altersvorsorge in einem werden und wurde bei ihnen zu einer unhinterfragbaren Obsession, der alles, auch die Kinder, die nicht unbeaufsichtigt im fremden Land heranwachsen sollten, untergeordnet werden musste. Der Preis für eine vermeintlich bessere Zukunft war der Verzicht auf ein gemeinsames Familienleben, vielleicht sogar der Verzicht auf überhaupt irgendein selbstbestimmtes Leben. Uns, die Töchter und Söhne der Gastarbeiter, die nicht bei ihren Eltern aufwuchsen, nannte man, da wir ständig hin und her pendelten, die Kofferkinder. Auch ich besaß einen großen braunen Lederkoffer, mit dem ich in den Schulferien immer zu Mutter nach Frankfurt fuhr. Hast du dich auf diese Besuche bei deiner Mutter gefreut? Nein, nie. Es war ganz im Gegenteil so, weil da war ja immer Dusan. Ich wusste, der säuft. Es war immer die Möglichkeit da, dass er mich schlägt, auch oft mit dem Gürtel. Es war die Hölle. Und wie sah deine Mutter diese Hölle? Mutter dachte immer, weißt du, sie geriet in Abhängigkeit zu Dusan. Weißt du, wie diese Männer sind? Sie schlagen die Frauen, dann sagen sie, am nächsten Tag erinnern sie sich an kaum etwas, dann sagen sie, es tut mir leid, ich liebe dich so sehr, es wird nie mehr passieren. Genau. Und 3 Wochen später geht der ganze Scheiß von vorne los. Sie hat immer darauf gehofft, dass sie mit ihrer Liebe seine Wut besiegen kann. Und sie hat auch immer gesagt, eigentlich ist Dusan ja ein guter Mann, wenn er doch nur nicht trinken würde. Ich habe das natürlich anders gesehen. Ich dachte immer, Mama, warum verlässt du diesen Mann nicht? Sie war finanziell unabhängig, sie hätte das machen können. Irgendwas hat sie gehalten an diesem Mann. Was es genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht fängt da aber auch die Literatur an. Du hast berichtet, dass andere Kinder aus ähnlichen Verhältnissen zu den Großeltern oder zu den Herkunftsangehörigen, in deinem Fall nach Jugoslawien, geschickt wurden. Bedauerst du das im Nachhinein, das sind ja immer Nachhineinskonstruktionen, dass dir dieses Schicksal erspart wurde oder dass du das nicht gelebt hast? Hättest du das gerne gemacht? Zu Oma und Opa nach Mauwitze? Ja. Nein, es gab keine Toilette. Das war für mich das Allerschlimmste, aus Deutschland zu kommen und immer in diesen Busch zu müssen. Und es war Sommer, es war heiß. In diesem Busch gab es sehr viel Fliegen und Insekten. Und weißt du, was ich das Erste gemacht habe? Nach 4 Wochen Mauwitze. Ich habe mich 2 Stunden lang auf die Toilette gesetzt. Es war einfach ein Traum. Oder lag das auch möglicherweise daran, dass dir deine Großeltern nicht in der Weise vertraut vorkam, dass du gerne bei ihnen gewesen wärst? Das kommt noch hinzu, da ich nicht bei Smilja und Dusan aufgewachsen bin, sondern bei der deutschen Familie.
habe ich natürlich auch nur sehr schlecht Serbokratisch sprechen gelernt. Ich spreche es immer noch wie ein Ausländer. Und, aber immerhin, du sprichst es. Also ich spreche es noch, ich verstehe auch relativ viel, aber wie gesagt, wenn ich anfange zu sprechen, dann sagen sie, oh, Schwabe, das bedeutet Deutscher. Und meine Herkunftssprache ist Deutsch. Und ich bin mit einer deutschen Familie aufgewachsen und du hast natürlich recht, das war auch ein Grund, warum ich da nicht hin wollte. Und das war Tito-Jugoslawien, das war auch Sozialismus. Das war ja auch noch mal etwas, warum ich da nicht hin wollte. Aber weiß man das als Kind, was Tito-Sozialismus ist und irgendwie in den Levels des Lebensstandards meinetwegen bedeutet? Nein, aber wenn man mit einem deutschen Pflegevater aufwächst, der Motorradjournalist ist und der immer die neuesten Testmaschinen da hat, also sogar eine Goldwing oder eine Harley-Davidson, und dann weiß man schon, wenn man in die Berge fährt und die haben nichts, dann merkt man natürlich, dass da ein Unterschied in Deutschland gab es die Moderne und das war ein archaisches Leben. Und ich war nicht mit diesem archaischen Leben sozialisiert worden, deswegen war es mir auch sehr fremd. Und Tito, ja, meine Mutter hat mir gesagt, du, wir können über alles reden, aber über Tito dürfen wir nicht laut reden, weil wenn man über Tito irgendwas Schlechtes sagt, dann geht es ganz schnell irgendwo hin, wo man nicht sein möchte. Also das heißt, auf eine gewisse Weise hat deine Mutter auch die politischen Verhältnisse für sie in der Bundesrepublik als freier, großzügiger, möglichkeitsreicher empfunden als jene, aus denen sie kam. Die Politik war meiner Mutter scheißegal. Mhm. Meine Mutter wollte raus aus der Armut und wollte Geld verdienen und dieses Geld konnte sie in Deutschland verdienen. Wie lange ging die Beziehung mit dem Chico? Mit Chico, die ging bis 2019, über 40 Jahre lang, die sind ein Paar geblieben. Dusan hat sich dann tatsächlich die letzten Jahre erst ruhiger geworden. Die zwei hatten auch ein ganz schönes Leben eigentlich miteinander. Beide sind in Rente gegangen, wussten erst nicht, was sie jetzt mit ihrer Zeit anfangen sollten, haben immer Tierdokumentationen angeschaut, haben sich riesig über die Kinder da gefreut. Aber sind eigentlich ein ganz gutes Paar gewesen. Aber dann ist 2019, Dusan ist jeden Sommer zu sich nach Hause gefahren, nach Kačarevo, nach Beograd. Und dort hat er einen Herzinfarkt bekommen und ist gestorben. Woraufhin meine Mutter mit diesem Verlust nicht klargekommen ist und ihn schon ein paar Wochen später im Schrank klopfen gehört hat, also seinen Geist. Ja, als mir Smilja das zum ersten Mal sie hat gesagt, Alem, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr schlafen. Er klopft im Schrank, er klopft jede Nacht, er lässt mich nicht in Ruhe, er will nicht tot sein. Da habe ich gesagt, Smilja, du bist verrückt, du lässt ihn nicht ziehen, Dusan ist tot, aber es hilft ja nichts. Ja? Ich denke, all diese unverarbeiteten Sachen kamen auf sie zu, sie konnte sich nie damit auseinandersetzen. Es hat hier auch das intellektuelle Handwerkszeug gefehlt, um sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen. Warum bin ich nie gegangen? Warum habe ich meinen Sohn weggegeben? Warum habe ich mein Leben gelebt, wie ich es gelebt habe? Und plötzlich kommt es mit voller Wucht auf eine Frau zu, die alle Zeit der Welt hat. Dann kam noch Corona dazu. Sie vereinsamte immer mehr. Und dann hat sie Hilfe bei einem Wunderheiler gesucht namens Brazzo. Und das würde ich jetzt gerne vorlesen. Bitte. Den Anfang auch noch vor, weil das wettertechnisch super zu dem Tag hier auch passt. Vera, eine mazedonische Arbeitskollegin, erzählte meiner Mutter eines Tages in der Werkskantine, dass sie manchmal zu einem kroatischen Wunderheiler namens Brazzo fuhr, der allein durch seinen Blick Körper und Seele der Menschen heilen konnte. Meine Mutter horchte auf, war sofort interessiert. Sie litt schon lange unter Schlafstörungen und bekam hin und wieder, ohne jeglichen Anlass, heftige Schweißausbrüche. Mitunter überfiel sie in der U-Bahn oder auf der Zeil eine Angst, die sie sich nicht erklären konnte. Mit Schwindelgefühlen und zittrigen Händen ging sie dann so schnell wie möglich nach Hause. Sie schämte sich für ihre Angstzustände und sprach mit niemandem darüber. Auch ich wusste nichts davon. Vielleicht war dieser Wunderheiler ja die Lösung für all ihre Probleme. Vera schien ihre Gedanken erraten zu haben. Sie legte Messer und Gabel zur Seite und sah sie neugierig an. Komm doch einfach mal mit, Smilja, das wird bestimmt lustig.
Meine Mutter wischte sich mit der Serviette einen Klecks Jägersoße aus dem Mundwinkel. Ja, warum auch nicht? Schon ein paar Wochen später, Anfang April, fuhren sie an einem Samstagmorgen mit dem Zug zu einer Veranstaltung von Brazzo nach Köln. Vera war klein, etwas mollig, hatte eine breite Nase, lockiges schwarzes Haar und war, was nicht auf alle Frauen in der Fabrik zutraf, eine zuverlässige und fleißige Kollegin. Weil sich ihr monatlicher Lohn unter anderem nach der erreichten Stückzahl richtete, arbeitete meine Mutter sehr gerne an der Werkbank mit ihr zusammen. Vor ein paar Jahren war Veras Mann Philipp an einem Herzinfarkt gestorben. Sie hatte drei erwachsene Söhne, die bereits verheiratet waren und in anderen Städten lebten. Obwohl meine Mutter Vera nicht besonders nahe stand, besuchten sie nach Philipps Tod oft gemeinsam die Kirche, um für das Seelenheil des Verstorbenen zu beten. Für diese Geste des Mitgefühls war Vera meiner Mutter immer noch sehr dankbar. Für die Fahrt hatten sie sich Proviant mitgenommen. Sie aßen belegte Brötchen und selbstgebackene Plätzchen und tranken dazu Kaffee aus der Thermoskanne. Es war ein typischer Apriltag. Strahlender Sonnenschein und nasskalter Schneeregen wechselten sich in den vorbeirauschenden Landschaften im Stundentakt ab. Auf halber Strecke wurde Vera ein wenig melancholisch. Weißt du, Smilia, ohne meine Söhne und Brazzo wäre ich niemals über den Verlust von Philipp hinweggekommen. Er war ein guter Mann und so ein lieber Vater. Nach seinem Tod bin ich in ein tiefes, dunkles Loch gefallen. Du erinnerst dich. Wir waren damals zusammen in der Kirche, auch du hast mir geholfen. Aber erst Brazzo hat mir durch sein Licht wieder Kraft und Mut geschenkt. Wirst schon sehen, Smilia. Brazzo wird auch für deine Seele da sein. Meine Mutter nickte und blickte nachdenklich aus dem Zugfenster, gegen das gerade der Schneeregen peitschte. Danach lesen sie die ernsten Themen beiseite, sahen sich amüsiert Frauenzeitschriften an und sprachen über Mode, Kochrezepte und den neuesten Tratsch aus der Welt der Schönen und Reichen. Sie lachten viel und Mutter, deren Leben immer nur um die Arbeit und um Duschern kreiste, hatte ganz vergessen, wie gut es sich anfühlte, mit einer Freundin etwas zu unternehmen. Als sie am Kölner Hauptbahnhof ankam, schien die Sonne so kräftig, dass sie sogar ihre Jacken ausziehen konnten. Vera erklärte meiner Mutter, dass alle Besucherinnen Blumen für Brazzo als Willkommensgeschenk mitbrachten. Beschwingt kauften sie in der Nähe des Doms jeweils einen bunten Strauß Rosen. Der Veranstaltungsort war eine graue und ziemlich hässliche Mehrzweckhalle aus den 70er Jahren. Vor dem Einlass hatte sich bereits eine lange Warteschlange gebildet, in der überwiegend Frauen standen. Es wurde viel serbokroatisch und polnisch gesprochen. Meine Mutter hörte aber auch, wie sich einige Besucherinnen auf Deutsch, Italienisch, Englisch und sogar Japanisch unterhielten. Sie war beeindruckt. Aus der ganzen Welt schienen all diese Menschen eigens für Brazzo angereist zu sein. Viele Besucherinnen hielten Rosen und andere Blumensträuße in ihren Händen, waren allem Anschein nach nicht zum ersten Mal bei einer seiner Veranstaltungen. Die Anspannung stieg. Was würde sie da drin erwarten? Die Eintrittskarte kostete 5 Euro. Als sie in einer ruhigen Ecke der Halle standen, erläuterte Vera meiner Mutter den Ablauf. Brazzo empfängt maximal 150 Menschen pro Auftritt. Er steht nur wenige Minuten schweigend auf einem Podest. Danach muss er sich ausruhen und seine Kräfte sammeln. Eine Stunde später empfängt er die nächste Gruppe. Auf unserer Eintrittskarte steht Gruppe C. Das bedeutet, dass wir in ungefähr 2 Stunden an die Reihe kommen. Um sich die Zeit zu vertreiben, ging sie zu den Info- und Verkaufsständen. Meine Mutter ließ sich von einer äußerst freundlichen Mitarbeiterin den Schmuck, die DVDs und Porträts von Brazzo zeigen, blätterte in seinen Büchern, übergab an einem eigens dafür aufgestellten Tisch, der bereits einem Blumenmeer glich, den bunten Rosenstrauß für Brazzo und sah, wie die Frauen aus der ersten Gruppe ergriffen und beseelt aus dem Veranstaltungsraum kamen. Sie wurde zusehends aufgeregter, ihre Handflächen begannen zu schwitzen. Dann war es endlich soweit. Ihre Gruppe wurde über Lautsprecher aufgerufen. Einige Frauen drängten sich nach vorn, wollten Brazzo so nah wie nur möglich kommen. Dieses egoistische Verhalten missfiel ihr. Aber sie versuchte es nicht weiter zu beachten und nahm auf einem Stuhl in einer der mittleren Reihen Platz. Vera saß direkt neben ihr. Als die Tür hinter dem letzten Gast geschlossen wurde, betrat ein Mann mit einem schönen, graumelierten Bart die Bühne.
Er trug einen gepflegten hellblauen Anzug, nahm ein Mikrofon in die Hand und sagte, dass niemand Brazzos Heilkräfte ergründen könne. Er sprach viel über Brazzos außergewöhnliche Gabe und fragte daraufhin die Teilnehmerin, welche Erfahrungen sie aus vorherigen Begegnungen mit Brazzo gemacht hätten. Eine ältere Dame mit olivgrüner Bluse erhob sich. 20 Jahre habe ich unter fürchterlicher Migräne gelitten. Kein Arzt konnte mir helfen. Aber dann sah ich Brazzo und er hat mich von meiner Krankheit erlöst. Eine andere, etwas jüngere Frau ergriff danach das Wort. Mein gesamtes Leben habe ich unter schweren Depressionen gelitten. Erst als mich Brazzos Licht erreichte, verschwand die Dunkelheit aus meiner Seele. Der Mann bestärkte die Berichte mit einem gerührten Kopfnicken. Dann verließ er die Bühne. Eine Leinwand wurde aufgebaut und das Licht heruntergedimmt. Es folgte eine Filmvorführung. Meine Mutter sah, wie Brazzo friedlich und in sich gekehrt an einem weichen Sandstrand am Meer entlang spazierte. Sie war tief bewegt von seinem sanften Blick und konnte es kaum erwarten, ihm endlich leibhaftig zu begegnen. Das Licht ging wieder an, die Leinwand wurde abgebaut und die Bühne für den großen Auftritt hergerichtet. Gefühlvolle Klaviermusik erklang aus den Lautsprechern. Alle erhoben sich von ihren Plätzen. Es wurde still. Brazzo betrat mit langsamen Schritten das weiß umhüllte Podest, das von zwei großen Vasen mit prächtigen weißen Lilien flankiert wurde. Er trug ein weißes Hemd, eine weiße Leinenhose und weiße Schuhe. Sein glattes, seidenes Haar fiel geschmeidig auf seine Schulter. Er hatte ein gutmütiges Gesicht und warme, braune Augen, aus denen Barmherzigkeit und Liebe sprachen. Seine Energie schien unermesslich zu sein. Einige Frauen hielten Fotos von Angehörigen in die Höhe, auf die sich seine heilende Kraft übertragen sollte. Andere drehten wie zur Empfängnis die Handflächen nach oben und einige schwankten nach nur kurzer Zeit wie in Trance. Und dann geschah es. Brazzos Blick richtete sich auf meine Mutter und traf sie direkt in ihrer Seele. Sie empfand grenzenlose Liebe, sah plötzlich ein unbeschreibliches Licht und begann ungehemmt zu weinen. Nach 5 Minuten verließ Brazzo den Raum. Sie war wie angewurzelt. Vera umgriff ihre Schulter. Komm, meine Liebe, wir müssen gehen. Wie von Sinn verließ sie den Saal. Sie fühlte sich leicht und befreit. Alle Last schien von ihr abgefallen zu sein. Danke, Alem. Das ist eine wahnsinnig beeindruckende Passage. Willst du wenigstens andeuten, wie du das recherchiert hast? Hat deine Mutter das so plastisch dir auch erzählt? Oder warst du da selber dabei? Also meine Mutter hat es mir erzählt und diesen Brazzo gibt es wirklich. Ja? Der ist sehr, sehr erfolgreich. Kroatischen Medien zufolge mehrfacher Millionär. Also Jan, im nächsten Leben, weißt du, was wir machen? Ja, das machen wir. Das also wir schauen nur noch ins Publikum, wir schauen sie an und wir sagen nichts. Und dann fallen sie alle in Trance und wir zwei werden Millionäre. Ist das ein guter Deal? Wir dürfen auch zugleich nichts versprechen, aber das Gute nahelegen. Nee, wir schauen ja nur. Wir schauen nur. Und du hast diesen schönen graumelierten Bart, ich auch. Wir haben zwei schön graumelierte Bärte. Wir kriegen das hin, oder? Alem, du bist ja mit deiner Mutter ausweislich dessen, was du da jetzt geschildert hast, und ihrem Brazzo nicht so zufrieden. Also du nimmst ihr das so als, kann man das so sagen? Also eigentlich macht sie schon wieder den letzten Scheiß ohne deine Billigung. Eben, weißt du, eigentlich ist Brazzo der nächste Mann, ja? Also erst der Vater, dann der Heilige Vater. Meine Mutter kommt aus Kroatien, katholisch, Jesus. Dann kommen die Ehemänner, jetzt sind die Ehemänner weg und jetzt kommt Brazzo, die heilige Gestalt. Und natürlich hatte ich auch erst Angst, dass eine Sekte ist, habe das auch recherchiert. Man kann aber sagen, Brazzo hat meiner Mutter ein paar Hunderter aus der Tasche gezogen mit seinen Porträts und Bildern, aber er ist nicht gefährlich, sagen wir es mal so. Und ihr tut das offenbar gut. Ihr tut's gut. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat jetzt meinen Roman gelesen. Dann hat sie gesagt, Alem, ich mag deinen Roman sehr gerne, aber du hättest nicht so schlecht über Brazzo schreiben dürfen. Ich so, Mama. Und dann hat sie mir gesagt, Alem, morgen ist eine Veranstaltung von Brazzo in Frankfurt. Ich nehme deinen Roman mit. Er soll es segnen. Ich so, nimm meinen Roman nicht mit, Mama, nicht zu Brazzo. Doch, es wird dir helfen. Also.
Also was mir an dem Buch insgesamt extrem gut gefallen hat, ist dieser Blick, also ohne Ideologie, das klingt alles zu abgeschrammt, aber da werden Wirklichkeiten von anderen Menschen in den Blick genommen, in dem Fall deiner Mutter, die wir normalerweise in unserer Migra, in unserer wahnsinnig antirassistischen Berichterstattung, in unseren Reportagen überhaupt nicht im Blick haben. Wir trauen uns das auch gar nicht zu schreiben, weil das alles so esoterisch und unpolitisch scheint. Aber du hast es gemacht. Das hattest du Scheu, einfach das so genau aufzuschreiben, wie es war, wie es ist. Ich hatte schon Scheu und ich habe versucht, so nüchtern und so klar zu bleiben, niemals moralisch zu urteilen, auch nicht mit Robert, mit meinem deutschen Pflegevater. Ich wollte ihnen auch allen in ihrer Ambivalenz gerecht werden. Also, weil sie sind ambivalente Menschen. Robert, wie gesagt, auch ein liebevoller Vater. Wer ist das nicht, Alem? Ja, da hast du allerdings recht. Aber doch, es gibt sehr viele Tugendwächter in unserem Land, die sagen, es gibt... Die lassen wir jetzt mal außen vor. Die sind weg, oder? Ja, ja. Die sagen, es gibt keine Ambivalenz. Und ich wollte dieser Ambivalenz gerecht werden und ich wollte aber auch diese Geschichten, diese für mich noch nicht auserzählten Geschichten unserer Migrationsgeschichte, der ersten Gastarbeitergeneration. Ich finde, diese Geschichten sind alle noch nicht im kollektiven Gedächtnis angekommen und wir brauchen sie. Wir brauchen sie dringender denn je, weil, weißt du, diesen Scheiß hier mit Remigration, das können Sie vergessen. Wir gehören dazu, wir sind ein Teil dieses Landes, das unsere Heimat. Und ein Teil davon, ein Puzzlestück ist in dieser Erzählung, in dieser Heimat. Ich bezeichne den Roman auch als Heimatroman mit Migrationshintergrund. Ja? Ja? Also diese Heimatroman kommt gut hin. Ein Heimatroman mit uns. Wir gehören dazu. Ja, klar. Und unsere Geschichten werden erzählt, werden immer häufiger erzählt. Und ich glaube, dass uns das allen gut tut. Ich finde, das ist in den letzten Jahren auffällig mehr geworden und du gehörst da also wie eine sehr schöne, schimmernde Perle dazu. Es erscheinen plötzlich, salopp gesagt, Gastarbeiterinnen-Romane. Es wird berichtet und es wird literarisch damit auch dokumentiert, was ohnehin der Fakt war und ist. Also da werden natürlich noch viele Romane kommen. Was ich in gewisser Hinsicht, das berührt jetzt so eine meiner zwei Schlussfragen. Die erste Frage, die ich vortragen durfte aus deinem Buch, war ja, was bleibt von einem Leben, das nie gelebt wurde? Ich habe das natürlich auch mit diesem melancholischen Grundton von dir denn auch zur Kenntnis genommen. Aber wie kommst du auf die Idee, dass deine Mutter ihr Leben nicht gelebt haben könnte? Meine Mutter ist selbst auf die Idee gekommen und ist in schwere Depressionen verfallen deswegen. Also es war nicht meine Idee. Was vielleicht bleibt, ist auch dieser Roman. Das Schöne war, sie ist immer putzen gegangen nach der Arbeit. Und eine Frau hat mich im Hessischen Rundfunk gehört, jetzt bei einem Interview. Und hat Smilja angerufen und hat gesagt, Smilja, dein Sohn schreibt Romane, was ist los? Und dann war sie so stolz. Und dann sind sie zu beide zusammen zu Hugendubel, darf ich das, zu Hugendubel nach Frankfurt in die Zeil. Und da gab es so einen Stapel von den Romanen. Und Smilja so, mein Sohn. Ja, ich frage mich nur, ob das nicht, also es ist natürlich, es bedient, darf ich diese Kategorie mal bedienen? Es bedient ein weißes Leseinteresse, erstmal das Leben deiner Mutter so darzustellen mit einer Eingangsfrage, was bleibt von einem Leben, das nie gelebt wurde, aber deine Mutter hat aus der Armut rausgewollt und sie ist keine arme Frau mehr. Und meine mehr. Mutter hat natürlich ihr Leben gelebt und hat auch sich einen Wohlstand erarbeitet. Sie hat eine Drei-Zimmer-Wohnung im Frankfurter Nordend, das kriegen wir nicht mehr hin. Jan? Nein. Nein, das können wir vergessen, oder? Nein, sie war auch eine sehr starke, auch wieder die Ambivalenz, eine sehr starke Frau, die ein Arbeitsleben hatte, die sehr fleißig war, die alles für den Sohn, für mich getan hat und die sich diesen Wohlstand auch erarbeitet hat. Also natürlich hatte sie auch ein Leben. Die Frage ist, was für ein Leben hatte sie? Könnte es einfach nur ihr Leben gewesen sein? Ja, aber deswegen die Gemeinheit der Diebe. Ich glaube schon, dass viele Menschen in ihrem Leben und auch Strukturen da waren,
die ihr viel weggenommen haben und sie nicht haben entfalten lassen. Aber ja, du hast recht, Smilja hat gelebt. Und Smilja lebt übrigens immer noch und das geht ihr inzwischen viel besser. Aber sie besucht immer noch Brazzo und sehr gerne und sehr häufig. Und sie lässt sich auch von ihrem Sohn besuchen, stimmt's? Oh, wir besuchen uns total und sie liebt ihren Enkelsohn Aljoscha über alles. Und wir kommen eigentlich immer besser miteinander klar. Es wird eigentlich immer schöner zwischen uns. Könnte dein Roman dazu ein bisschen beigetragen haben? Ich glaube ja. Ich glaube auch, dass sie ein bisschen stolz war. Wie gesagt, bis auf Brazzo, über den ich hätte besser schreiben sollen, ja? Ja, das ist auch nicht schön. Also, ja, ja. Ich sag nur. Du, und übrigens, du hast gesagt, eine weise Leserschicht. Ich krieg so viel Zuschriften von der ersten Gastarbeitergeneration. Ja, Gott sei es gepriesen. Die mir so dankbar sind und auch von deren Kinder, die dann den Roman, die so dankbar sind, dass diese Geschichten endlich erzählt werden. Wie ich. Danke allem Gradubowatz. Ich glaube, das war jetzt der letzte Taz-Studio-Talk hier, kann das sein? Ich muss jetzt unbedingt, weil das ist ja immer so, die Redakteure und Redakteurinnen, Kollegen sitzen hier dann so im Vordergrund und natürlich gefällt ihnen das auch und dann sitzen da die ganzen Simons und etc. Alles prima, alles schick und alles schön, aber ich will jetzt nicht auf Brecht zu sprechen kommen und Cäsar und die Alpen. Aber das wäre ja alles nicht möglich ohne ganz wunderbare Freunde und Kollegen von mir im Übrigen. Anke hinter der Kamera, Peter ist die Regiekönigin, Hendrik sitzt da auch und ich finde, ein Applaus gebührt diesen dreien. Und lesen Sie gefälligst die Taz weiter, es ist nicht... Ja, und lesen Sie gefälligst auch Die Gemeinheit der Diebe und Das achte Kind, ja? Ja, vielen Dank. Ich erwarte im Übrigen einen nächsten Roman, also wo du über die Diebe deines Lebens sprichst. Also wäre doch mal eine Idee. Und vielleicht könnte deine Mutter etwas triumphaler und ihre Brachos hervorgehen. Wäre mal eine Idee. Dann hätte das... Das vertiefen wir später. Adieu, liebes Publikum. Danke. Schöne Buchmesse noch. Vielen Dank.